Was war das? Typhon Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimics. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Oh. Ja, ach nee. Was war das? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prey. Puh. Ja, ein bisschen schweißtreibend ist die Angelegenheit doch. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt weiter. Wir haben herausgefunden, dass hier ist alles eine Simulation gewesen. Die liebe Kollegin Patricia Varma ist tot. So ist das nun mal. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zur Simulation weiter. Das ist sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ja, und dort drüben ist Transtar. Interessant, warum geben die sich so viel Mühe für all das hier? Ich verstehe es nicht so ganz. Aber wir gehen weiter. Ich muss immer mal gucken, ob hier nicht vielleicht doch irgendwas passiert. Ach was. Das ist ja mega heftig. Alter, wie viel Mühe die sich geben. Für was? Für was geben die sich Mühe? Explosivkanister. Warum? Kann man hier F9 drücken? Glaube ja, ne? Hm. Hui. Okay, das ist etwas, ja, man muss sich dran gewöhnen tatsächlich. Ich weiß nicht ganz genau, was das hier ist, wie das aussieht. Ich habe keine Ahnung. Heftig. Möglicherweise sind wir schon längst auf dieser einen Raumstation und sind gar nicht mehr längst auf der Erde. Längst nicht mehr auf der Erde, ich weiß es nicht. Aber ich traue denen alles zu. Gehen direkt wieder hier rein. Alter, dieses... Das ist so gruselig. Ich finde es richtig gruselig. Aber so richtig. Kommt man nirgends durch, ne? Merkwürdig. Warum Explosivkanister? Keine Ahnung. Aha. Transtar. Das erinnert mich ein bisschen an Portal, ne? Muss ich ja schon mal sagen. Ach was. Ah ja, natürlich. Ja, natürlich. Bist hier in den Aufzug eingestiegen und kam es dann wieder raus und wurde es hier empfangen. Ernsthaft, Leute? Ernsthaft? Es ist alles nur eine Simulation. Ernsthaft? Hier ging es in diese Laboratorien, in diese Testkammern. Und deswegen auch das hier. Deswegen kamen wir hier ran. Boah, drücke T, um mehr zu erfahren. Nein, jetzt gerade nicht. Mit Schnellauswahl kannst du schnell zwischen Waffen und Kräutern, Kräften. Aha. Drücken Sie OK, um die Simulation zurückzusetzen. Szenenwechsel wird durchgeführt.
Wow. Puh. Ein Kommentar zu heute an alle Mitarbeiter. Ich weiß, der Vorfall von heute Morgen hat uns alle schwer getroffen. Bitte unterlassen Sie jeglichen Kontakt außerhalb Ihrer Abteilung, um unnötige Panik zu vermeiden. Es wird in Kürze eine stationsweite Ansage geben. Bis dahin befinden sich Mrs. Eliza und ihr Sicherheitsteam in höchster Alarmbereitschaft und werden sich um ihre Anfrage kümmern. Ich weiß, manche von Ihnen machen sich Sorgen um Dr. Bellamy. Er wird derzeit im Traumazentrum behandelt. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil. Vielen Dank für Ihre Geduld und Hingabe für dieses Projekt. Alex Jew. Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen. Aber egal. Ich will da irgendwie nicht reingehen, ne? Muss ich dazu sagen. Gut, das geht nicht auf. Puh. Wir haben da noch mehr Programme, ist mir aufgefallen. Wir haben einmal Testverwaltungs-Szenenauswahl. Dacheingang. Wie witzig. Testanlage. Und zack, changed sich alles um. Mega hart. Leute. Dann Testverwaltung. Setzt die Testräume auf die aktuelle Konfiguration zurück. Betroffene Testräume A, B, C. Und D? Oh! What the fuck? Was war das? Typhon Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimics. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Oh. Ja, ach nee. Was war das? Mimics. Ja. Ah. Huch. Oh oh. Dem habe ich's gegeben. Oh, Alter. Was war das? Dieses hässliche Kackviech. Da ist nichts drin, okay. Mimik-Leiche. Boah, ist das ekelhaft. Achten Sie darauf, was Sie aufheben, ja. Toll. Ja, in der Tat, da sollte ich wirklich drauf achten. Das da kann ich zum Beispiel aufheben. Ja, ich mag Sachen kaputt zu machen. So. So, hallo, es geht weiter. Das Ding hat wieder geladen. Ich bin mir nicht sicher, was gerade war in der letzten Folge. Ihr habt es gesehen. Waren am Ende ein bisschen fehlerhafte Sachen. Also Bilder wurden nicht mehr angezeigt. Dann, ja, wie auch immer. Ton auch nicht mehr, also ihr habt gar nicht gehört, wie ich gesagt habe, es ist Schluss hier. Ja, da war gerade irgendein Fehler auf jeden Fall. Ich habe hier die Scheibe noch kaputt gemacht, das habt ihr noch gehört, so wie ich draufgeschlagen habe. Da habe ich gesagt, ja, ich mag es, Sachen kaputt zu machen. Da habe ich hier gelesen, bla bla bla. Nach Morgens Ausbruch bei der Befragung hat Alex gebeten, alle Befehle über ihn laufen zu lassen. Es steht eine psychologische Begutachtung an und Alex möchte keine Überraschungen mehr mit Morgan erleben. Wir übrigens auch nicht. Natürlich hatte Morgan sie, wie erwartet, alles über den vorherigen Test vergessen. Aber die aggressive Reaktion auf dieselben Testkriterien war eine ganz klare Abweichung. Meine Empfehlung wäre, die Persönlichkeitsabweichung vor kommenden Tests bei Befragungen und während des Tests selbst
zu erfassen. Bellamy. So, genau das habe ich noch vorgelesen. Puh. Und ja, der Mimik ist aufgetaucht. Mimik. Mimik. Kommt übrigens von dem Wort Mimikry, was Nachahmung oder so viel wie Nachahmung bedeutet. In der Biologie wird der Begriff Mimikry dazu verwendet, um, wie nennt man das genau, um auszudrücken, dass eine Lebensform Verhaltensweisen anderer annimmt durch visuelle Auffassungsgabe oder einfach Nachahmung. Genau das ist ja das, Nachahmung. Deswegen Mimik. Die Nachahmer. So, und die machen das halt mit Objekten. Knopf. Danke. So, und das hier war das Bild. Das hier war das Bild. Oberfläche benutzen, Objekt benutzen. Das Rorschach-Bild. Der Rorschach-Test vielmehr. Und was können wir da drauf sehen? Vieles, ich weiß nicht. Was erkenne ich da drauf? Was interpretiere ich da rein? Ich sehe hier drüben zum Beispiel eine menschliche Hand. Keine Ahnung, die in einem Komplexbild ist, ein Fuß. Und hier drin sehe ich einen Superhelden. Na, die Maske, die zwei Augen, hier sein Symbol. Könnte aber auch eine riesige Ameise sein. Mit Fühlern hier, seht ihr? Riesige Ameise, Ameisenkopf. Ja, das könnte es sein, eine Ameise. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Rorschach, meine Lieben. Wir interagieren nochmal mit dem Objekt. Kann man nicht, kann man es kaputt machen. Nee, selbst reparierend. Cool. Wir gehen also weiter. Speichern nochmal kurz. Exit to Lobby. Skill Recorder. Stage B Control Room. Ist das also... Ich weiß es nicht. Es ist alles so merkwürdig hier. Gerade das mit dem... Stationszeug. Es hieß ja, wir sind auf einer Station, Talos 1. Ich will da nicht runterfallen, da muss ich alles wieder neu machen. Mega creepy. Mega creepy. Hier sind auf jeden Fall Stützseile. Stage B Control Room. Hier geht's auf jeden Fall rein. Da will ich also noch nicht weiter. Alter, wie das hier gerade ruckelt, ne? Ich muss da wirklich noch Feineinstellungen vornehmen. Feineinstellungen müssen vorgenommen werden. Ich finde das so heftig. Ich finde das einfach so heftig. Wie viel Mühe man sich gibt, damit man mich in einer Simulation... Ja, den würde ich noch essen, natürlich. In einer Simulation hält. Es war auf jeden Fall eine Frau. Greed Mickelson. Leiche. Ach was. Oh! Oh, Alter. Verreck! So, weg mit dir, du Schnetzelviech. Mimik, Leiche. Typhon-Organ, nehmen. Mimik-Tumor, nehmen. Nekropsie benötigt. Weg damit. Alter, ist das ekelhaft. Aber gleichzeitig faszinierend. Und was war das jetzt für ein Objekt? Habe ich gerade gar nicht mehr gesehen. Aber cool, ich finde die Viecher finde ich so genial. Ich glaube, wir befinden uns schon auf... Drücken Sie OK, um die Simulation zurückzusetzen. Ja, da wird nichts mehr zurückgesetzt. Simulationsszene. Dach von Echelon.
Aha. Szenenwechsel. Ach was. Alter, wie geil. Dann noch das passende Licht. Der Simulator ist der ist defekt. Außer Funktion, Alter. Die Leiche. Aber warum genau diese Simulation? Und warum habe ich das vorher nicht entdeckt? Und warum spiegelt sich dort drin ein Haar? Obwohl da gar keins ist. Da ist nämlich der Hubschrauber drauf, mein Lieber. Da ist kein Haar. Das zum Thema Realismus. Was? Merkwürdig. Dem soll der Effekt oder der Eindruck gegeben werden, wir sind hier auf der Erde. In San Francisco sind wir aber wohl nicht. Boah, ich muss mir die Leichen ganz genau... Alter, ist das ekelhaft. Das ist so ekelhaft. Das ist doch nicht mehr schön. So, gehen wir mal da weiter. Speichern mal kurz. Alter, was ist das da drin? Weg damit! Alter. Alter! Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten Sie durch. Die sehen aus wie Ghoule aus Fallout. Fällt mir nur gerade so auf. Und wer sagt, dass die jetzt nicht hier sind? Leute, ich will da nicht rein, ne? Das ist ja mega ekelhaft. Megamäßig ekelhaft. Na gut. Wir gehen. Remote Manipulation. Jedes Objekt kann ich angreifen. Heftig. E-Mails. Test nächste Woche. Hallo Joven. Wir müssen die Räume auf den neuen Testplan abstimmen. Und zwar folgendermaßen. Raum A, Wirkungsbereich, Nachahmer und geisterhafte Fernwirkung. Aha. Simmons, sagen Sie bitte Bescheid, wann es Änderungen gibt. An alle Mitarbeiter. Ich weiß, der Verfall... Ja. Ja. Hey, ich glaube, Bellamy hat Daten zur Mimikry. Oh Gott. Zu Mimikry und Fernmanipulation aus der Forschungsabteilung entwendet. Gehen Sie zum Traumazentrum und nehmen Sie seine Leiche... Oh Gott. Die Schlüsselkarte zu seinem Quartier ab. Tut mir leid, dass das so makaber ist, aber Alex würde ausflippen, wenn jemand anders diese Daten findet. Marcus Simmons. Das heißt, er ist tot. Wer hätte das gedacht? Whiteboard tragen kann ich nicht. Okay. Elaine McCarthy, Mike Turner. Okay. Huch. Spiel auf deine Art. Experimentiere mit verschiedenen Herangehensweisen, um Herausforderungen und Gegner zu meistern. Du kannst eine verschlossene Tür überwinden, indem du nach der Schlüsselkarte suchst, einen anderen Weg findest. Okay. Je mehr Fähigkeiten du erlernst, desto mehr Möglichkeiten stehen dir offen. Okay. Dann finde ich erstmal die Schlüsselkarte, würde ich sagen. Aber ich weiß, hier waren so Viecher drin. Pflücken. Geil. Ich weiß, hier waren Viecher drin und nicht gerade wenige. Ja. Was ist das? Muscle Profile.
Puh. Aber gut, ich würde hier mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Es geht spannend weiter in der nächsten Folge. Wir sehen uns morgen. Also auf morgen, bis Wiedersehen. Euer Sonki und vergesst nicht zu liken und zu subscriben und die Glocke nicht vergessen. Also ich bin raus. Ciao, euer Sonki. Bis morgen.